Liebe Freunde, herzlich willkommen bei Jules Veganer 2-Minuten-Küche. Ich habe heute ein Überraschungsrezept. Und zwar sind das Pak Choi. Pak Choi kommen aus Asien, also werden vorwiegend im Wok verarbeitet, aber auch roh gegessen als Salat. Kann man alles damit machen. Also die werden jetzt halbiert und gefüllt mit diesen veganen Bio-Bratstreifen. Dazu kommt dann noch das Laub vom Sellerie. Das kann man vorher waschen und dann so ein bisschen wässern auch, damit das ein bisschen knackig wird und bleibt. Als Gewürze habe ich Chili, dann rote Currypaste und schwarzen Pfeffer. Und wer möchte halt noch ein bisschen, muss natürlich nicht sein, ein bisschen Salz, aber das kann man auch weglassen. Pak Choi erst von der einen Seite anbraten, in der Eisenpfanne oder im Wok ist am besten, und dann drehen. So, während Pak Choi jetzt von der oberen Seite, also von der Außenseite, anbraten, kann man die veganen Bratstreifen backen. Und wenn die gleich fertig sind, soweit, dann kann man die Pak Choi entsprechend damit befüllen. So, die Pak Choi sind jetzt praktisch von der einen Seite aufgehabt und befüllt mit dem Tofu-Streifen. Und ich lasse jetzt so ungefähr noch so für 2 bis 3 Minuten oder ja vielleicht 5 Minuten noch in meiner Eisenpfanne. So, dann kann man die Gurken halt in Scheiben oder in kleine Stücke schneiden. Ja, das Gericht ist jetzt fertig. Das ist halt alles ein bisschen gewürzt und abgeschmeckt mit Pfeffer und Chili-Pulver und ein ganz bisschen von dieser Curry. Von dieser Currysoße, also diese Asia-Paste, die rote Currypaste. Ja, und ich wünsche guten Appetit und sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Jules Vegane 2-Minuten-Küche. Lasst es euch schmecken und vielen Dank für euer Interesse. Bis dann.